Hallo Frank. Hallo Christian. Ja, super. Ich freue mich, dass wir auch mal über deinen bisherigen Abnehmweg ein bisschen sprechen können. Und ja, da würde ich auch sagen, fangen wir doch direkt an. Dann sagst du vielleicht mal, wer du bist und ja, warum du im Coaching dabei bist. Ja, also ich bin Frank Schröder. Ich bin 56 Jahre alt. Ich wohne im schönen Erzgebirge. Ich bin kaufmännischer Angestellter, habe vorwiegend eine sitzende Tätigkeit, habe mich schon länger mit gesunder Ernährung, Gewichtsabnahme befasst, habe dazu viele Videos gesehen, da bin ich dann auf dich gekommen. Genau. Wenn wir mal auf den Zeitraum vor dem Coaching schauen, ja, was war denn so für dich damals das größte Problem, weshalb du es nicht geschafft hast? Also ich habe schon viele Versuche gestartet, auch erfolgreich, konnte sie aber auf Dauer nicht durchhalten, weil sie entweder zu radikal oder zu einseitig waren. Habe also abgenommen und habe dann danach bin ich in alte Muster verfallen und habe dann sozusagen das wieder aufgeholt und ein bisschen mehr. Und hatte dann eigentlich ein bisschen aufgegeben. Aber aufgrund gesundheitlicher Probleme dachte ich, befasse ich mich wieder. Und da habe ich dann eben im YouTube immer mal geguckt, hatte aber keinen konkreten Plan, wie es wirklich dauerhaft sein kann. Ja, sehr interessant. Genau, da hast du jetzt schon mal auch meine nächste Frage so fast mit beantwortet. Auf mich aufmerksam geworden bist du über YouTube demnach? Ja, ich habe also die Videos verschiedener Leute angesehen. Deine habe ich auch angesehen. Und irgendwann kam ein Video, wo du gesagt hast, melde dich, ich coache dich. Und das fand ich dann interessant, habe noch eine ganze Weile gezögert. Also ich habe ein Jahr lang deine Videos gesehen und habe dann gedacht, okay, hier geht es nicht um Produkte verkaufen, weil das oft ein Problem ist, dass jemand sagt, ich helfe dir und dann, aha, er möchte was verkaufen, sondern dass es hier um langfristige Sachen geht, um nachhaltig. Und dann habe ich den Mut gefasst, dir zu schreiben. Ja, super. Genau. Und wenn wir vielleicht mal auf den Zeitraum schauen, seitdem du im Coaching dabei bist, ja, wie lange bist du denn jetzt schon dabei? Und ja, vielleicht auch mal ein paar Zahlen dann. Wie viel hast du denn bisher abgenommen? Ja, also ich bin Mitte November bin ich eingestiegen, also vor Weihnachten eigentlich ein ungünstiger Zeitpunkt, dachte ich, aber ich dachte auch, um Schlimmeres zu verhindern, ist vor Weihnachten wieder ein guter Einstieg. Ich bin jetzt also die 12. Woche dabei. Ich bin gestartet bei reichlich 117 Kilo und habe jetzt ungefähr 107. Also ich habe in den 12 Wochen 10 Kilo abgenommen. Ja, super. Also ganz, ganz tolles Ergebnis. Also im Schnitt, also 12 Wochen, 12 Kilos, ne? Also wirklich ein sportlicher Schnitt, sehr schön. Und ja, was ich jetzt bei dir natürlich ganz, ganz toll finde, mal abgesehen von der Gewichtsverbesserung, ist ja auch bei dir das Thema Diabetes, ne? Und vielleicht kannst du da auch was dazu sagen, wie du da jetzt so die Medikation schon verändern konntest. Ja, also ich habe Diabetes seit über 30 Jahren und man hat mir eben gesagt, da kann man nicht viel dagegen machen. Habe also immer sehr hohe Insulindosis gespritzt in letzter Zeit, auch sehr, sehr viel. Und jetzt durch das Abnehmen auf der einen Seite, auch durch die Zusatzprodukte, die du empfohlen hast, auf der anderen Seite, spritze ich vielleicht noch ein Drittel von dem, was ich vorher hatte. Also ich bin sehr weit runtergekommen, dadurch ist natürlich das Abnehmen auch einfacher, weil wesentlich weniger Insulin im Kreislauf ist, im Körper, geht alles viel besser und ich habe auch schon gesundheitliche Erfolge. Also ich schlafe besser, ich habe keine Heißhungerattacken mehr durch das weniger Insulin und ich merke es auch beim Laufen eben, das mit der Luft ist besser, das Durchhaltevermögen hat sich und nach der kurzen Zeit, da ist ja noch nicht mal ein Vierteljahr. Das ist also schon sehr, sehr befriedigend, sage ich mal, das Ergebnis. Ja, klasse. Also muss ich auch sagen, was wir bei dir eben geschafft haben und was gerade in deinem Fall und auch bei den anderen Teilnehmern, die ja Diabetes haben, extrem wichtig ist, ja, dass wir hier wirklich den Insulinstoffwechsel sehr, sehr sauber regulieren, sodass du da einfach wirklich diese ganzen Nebenkriegsschauplätze nicht mehr hast, dass du da keinen Heißhunger hast, dass der einfach so reguliert ist, dass auch ja, der Fettstoffwechsel wieder wesentlich besser funktioniert automatisch. Ja, die beiden sind ja auch ganz eng miteinander verknüpft immer. Und ja, also da sind wir jetzt wirklich bei dir mittlerweile in einer Phase angekommen, wo wir da sehr, sehr gut abnehmen können und ja, das Ganze für dich eigentlich auch relativ einfach funktioniert. Ja. Ja, super. Vielleicht mal noch zu einem Punkt, was wir jetzt vorhin schon mal angesprochen hatten, ja, so die Schwierigkeiten
in der Zeit vor dem Coaching, ja, wie hast du das denn durch das Coaching jetzt so in den Griff bekommen, deine früheren Schwierigkeiten? Also meine früheren Schwierigkeiten war erstens der Schokoladengenuss, überhaupt süßes Gebäck, Schokolade, auch als Befriedigung, als seelische Befriedigung, sage ich mal, darüber hast du ein schönes Video gemacht. Das war ein Problem. Ich habe gar nicht so schlecht gegessen, aber zur falschen Zeit und zu viel. Also ich habe dann oft gesagt, keine Schokolade, dafür Nüsse, aber dafür natürlich gleich 250 Gramm. Ja. Und durch die Videos, die du immer schickst, die motivieren ja durch die Kalorienbilanz, dass man das erstmal verinnerlicht hat, dass auch vom Falschen zu viel nicht hilft beim Abnehmen. Sehr interessant fand ich auch das Video, die Wechselwirkung von den verschiedenen Hormonen. Ich schlafe jetzt auch mehr, weil das auch in einem Video kam. Ich trinke jetzt auch bewusst mehr, fange früh mit dem kompletten Glas Wasser an. Also die Videos, die immer jede Woche kommen, bringen immer wieder neue Erkenntnisse und dann sieht man eben langfristig, was man die ganze Zeit falsch gemacht hat. Man hat zu wenig geschlafen, zu viel Süßes gegessen, zu wenig getrunken und mit dem vielen Insulin hatte man den Zucker zwar einigermaßen im Griff, aber keine Chance, auch nur ein Gramm abzunehmen. Genau. Ja, super interessant. Hast du jetzt auch eine ganze Menge Punkte wirklich aufgezählt. Also ja, finde ich dann auch immer wieder selber spannend zu hören. Aber das sieht man auch ganz klar eigentlich, ja, dass Abnehmen, also vor allem nachhaltiges Abnehmen, einfach auch immer wieder, ja, da kommen viele kleine Faktoren zusammen und die ergeben dann halt so ein Gesamtbild, was unheimlich mächtig ist. Ja, und also das freut mich sehr. Du ziehst natürlich auch wirklich toll mit. Das muss ich auch mal an der Stelle sagen. Ja, also da gehören ja auch immer zwei dazu. Von daher, nee, sehr schön. Und ja, dann danke ich dir für das super interessante Interview. Was ich noch sagen möchte ist, vielleicht für die, die das mal sehen, das Härteste ist am Anfang der Süßigkeitenentzug. Weil, also das ist also eine Sucht. Diese Kohlenhydrate und Süßigkeiten-Sucht ist eine Sucht. Und die ersten 3 Wochen sind einfach hart. Man kann nicht sagen, man isst keine Süßigkeiten mehr. Da muss man sich dazu zwingen. Also ich habe mich die ersten 3 Wochen Süßigkeiten, davon habe ich geträumt. Das muss man dann einfach durchhalten. Aber wenn man über 3 Wochen drüber ist, ist man an sich mit den Süßigkeiten über dem Berg. Aber die ersten 3 Wochen sind hart. Ist so. Absolut, genau. Ja, tolles Schlusswort, Frank. Vielen Dank, ja. Sehr, sehr interessant nochmal. Ja, dann wie gesagt, danke für das tolle Interview. Danke fürs Gespräch, ja. Ja,